So, jetzt das Ganze nochmal in der Nahaufnahme. Wachs schön gleichmäßig verteilen. Langsam zudrücken, langsam drücken, festhalten, Druck aufrechterhalten. Da ich Linkshänder bin, muss ich die Spachtel in die linke Hand nehmen. Ihr könnt das natürlich auch genau andersrum machen, gar kein Problem. Und das ist, was ich meine, die vordere Kante, diesen Überschuss an Wachs abschaben mit der Spachtel. Das Wachs nehme ich immer raus, gleich wieder aus dem Becken und tue es zurück in den Glühweinbehälter, in dem ich das Wachs warm gemacht habe. Ja, ein bisschen Zeit, das lasse ich mir Zeit. In der Zeit könnte ich jetzt theoretisch eine zweite Presse bedienen. Seht ihr, auch manchmal ist es oben dran. Vorsichtig mit einem Plastikschaber anfangen zu lösen und dann sachte, ganz sachte ziehen, nicht hektisch werden hierbei, ganz in Ruhe. So, und da haben wir eine wunderschöne Platte. Mittelwand, meine ich. So, das war's.